Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Ambitions, beziehungsweise zur letzten Folge. Ja, das ist die letzte Folge vor der Gamescom, aber auch gleichzeitig die letzte Folge von Big Ambitions. Ja, ihr seht schon da oben, die Zahl ist ein bisschen ridiculous geworden. Wir kaufen mal. Also wir shopping now. Kann man das Gebäude hier shoppen? Nee, das kann man nicht shoppen. Kann ich? Wir shoppen jetzt einfach mal hier so. Guck mal das hier. Ein bisschen öffnen. Hat einen Wert von 300 Millionen. Machen wir doch mal ein 390000000 Angebot. Und meins. Gesamtmiete 7000. Das hat ja nicht mal wehgetan. Du, jetzt ist das mein Gebäude. Ach, schon ein bisschen öffnen. Dann machen wir 540 000 000 000 000 000 Wie kann man sein Geld vermehren? Indem man einfach alles kauft, was auf der Karte gibt. So. Mann, jedes Mal tippe ich nicht. 460 000 000 000 das wäre ein bisschen viel gewesen. Irgendwas sein. Meins. 60 Tage Grund. Was? Schau, wir kaufen das Broad Bay Gebäude hier. 400. Jedes Mal wieder derselbe Fehler. Meins. So. Ich hätte gern ein Taxi, wenn ich würde mir gerne noch das. Ich glaube, ich hätte mir das eh davor kaufen können. Das teuerste Fahrzeug. Überhaupt. Wo ist denn jetzt hier. Autohändler. Oh, Samstag. Es könnte natürlich sein, dass der nicht offen hat. Du hast gleich nur die Transporter, ne? Du bist nicht Luxuswagen. Nope. Langweilig, will ich nicht. Für was hat man 998 Billionen Dollar? City Cars? Truck Garage, Lagerhaus. Hä, bin ich jetzt blöd? Wo waren denn die Luxuswagen? Warte mal, hä? Google Maps. LKW-Garage, nee. Autohändler, 1, 2, wo ist denn der dritte? Autohändler. Es muss noch einen geben. Wo sind die Luxusautos? Hier, da vorne sind die. Taxi! Ich fühle mich so schlecht, wenn ich ein Taxi, kein Taxi nehme jetzt. Besitze mindestens. Ich glaube, das Spiel kommt damit nicht klar, dass ich jetzt einfach so besitze. So, meins! Meins! So, ich würde gern zu der Ecke fahren. Sei offen, sonst kaufe ich dich. Na, guck an, da sind sie doch. Mercedes. Schickes Ding hier. Das sind die Maseratis. Okay. Das ist ein. Aha. Das ist ein Fernandi. Das ist ein. ein Beamer. Kann ich mit euch reden eigentlich? Nö, ne. Ah, ich kann mir den hier kaufen. Oh ja. Meins. Besitze ein Fahrzeug im Wert von 120.000. Ja. Ups. Wo ist ein Restaurant? Ich habe irgendwie Hunger. Ich weiß zwar nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe Hunger. Ich bräuchte mal schnell einen Supermarkt. Ach, guck mal, da gegenüber ist ja gleich einer. Ich brauche noch ein bisschen Energy. Ich habe jetzt noch eine, zwei Kleinigkeiten vor. Ich will mal einfach so über Nacht, so einfach for just fun, werden wir, hallo, ich habe einen grünen Ding genommen, dankeschön. Den Laden kaufen wir jetzt einfach gleich mal, guck mal. Ah ne, so viel brauche ich an. Ich brauche nur ein frisches Lebensmittel. Sogar Weinflaschen, Tiefkühlkost, okay.
Der hat ja voll das Segment hier. Mit einer Essensecke. So, schauen jetzt mal in die Kasse. Bestellung aufgeben. Wo laufst du? Okay, trinken. Und essen, danke. Und jetzt gehen wir in Google. Ah, nee, warte, ich muss wahrscheinlich wieder draußen sein. Typisch. Google Maps. Das sind zwei Läden. Im Basement öffnen. Also erstmal besitzen wir schnell die Immobilie. Angebot erhalten. Dankeschön. Im Basement öffnen. Da bieten wir jetzt einfach 4. Angebot erhalten. Gut, und wie kriege ich jetzt... Ah, guck mal hier. Nee, hä? Gebäude mieten, nee. So, und wie kann ich jetzt den Supermarkt zum Beispiel öffnen? Bismen. Weil jetzt öffne ich ja die Oberfläche. Und da komme ich ja gar nicht zum Einzelhandel, oder? Weil der Laden ist ja da trotzdem noch drin. Ah, warte mal, ich kann diesen Merchant Joe's öffnen. Hä? Nee, wie kann ich den öffnen? Ich will zu dem Ding öffnen, Supermarkt. Also nicht meiner. Fuck, wie kann ich den jetzt kaufen? Gehen wir kurz unter Rivalen. Wöchentliches Einkommen. Hier, Complete Foods. Geschäftliches Ding. Komm. So viel ist der nicht wert. Meins. Was hast du noch? Hier, Bekleidungsgeschäft. Meins. Achso, ich bin offiziell noch gar nicht der Größte, ne? Was hast denn du eigentlich noch Schickes? Ach, schau mal. Ach Gott, damit, da komme ich jetzt gar nicht hin. Weil das der blöde Merchant Store ist. Ah, schau schon her. Ich kann. Hä, warte, das ist ein anderer jetzt, oder? War das jetzt ein anderer? Das ist doch kacke, jetzt kann ich den gar nicht übernehmen. Okay, kein Problem. Ich übernehme einfach hier den Green Salad für 14 Millionen. Ich lasse die einfach zugrunde gehen, aber nimm mir alles wurscht. Das wäre eigentlich eine interessante Sache. Alle Läden aufkaufen und schauen, was passiert. Rivalen. Was hast du denn noch Schönes? Eine Buchhandlung. Nehmen wir doch für 11 Millionen, oder? Ich weiß gar nicht. Ist es eigentlich schlau, sich auf eine Sache zu spezialisieren oder ist diversifizieren zum Beispiel schlauer? Es ist die ganze Frage hinter diesem Spiel. Rivalen. Das Problem ist, ich kann jetzt diese Merchant Joes nicht übernehmen, weil die sind alle an meinen... Doch, mal den kann ich übernehmen. Ha. Geschäftliche Übernahme, einfach 15 Millionen eintippen. Dann nimmt er das schon. So. Ah, nein, warte mal, ich glaube, ich habe... brauche ich ja gar nicht mehr. Ich habe ja einen Bentley. Der war mir ganz schön. Wenn wir gerade hochkommen. Holy shit, ist der schnell. Der Motor hört sich aber nicht so ganz gesund an. Here I come, bitches. Wow. Lol, was? Parkassistent? Lol. Was ist denn das für ein Luxus?
Parkassistent! So, okay, es ist Samstag. Wir gehen mal schlafen. Wie krieg ich? Nur 300.000, ernsthaft? Sind die Läden leer? Could be, dass fast jeder Laden halb leer ist. Was schaut auf die Rivalen? Das hat mir nicht so viel gebracht, wie ich erwartet hätte. Ich habe ihnen einen ordentlichen Verlust gemacht von fast 3 Millionen. Scheiße, sind noch 1,6 Millionen wert. Er ist 1,5 wert. Wenn ich die leer kaufe einfach, bin ich erster Platz. So, aber ich kann euch nicht mehr kaufen, weil... Ach, kann ich die rausschmeißen? Gold im Minen. Ah, doch, bestimmt. Dann ist er nicht jetzt raus, dann ist seine Firma... Boah, ist das böse! Warte mal. Ach, schade, das nicht übernehmen jetzt einfach mal für 5 Millionen. Ich verkaufe die ganzen Firmen dann am Ende. Ich will nur sehen, wie die gerade eingehen. Merchant Service. Ich wollte den Mietenvertrag beenden, bestätigen. Oh, ist das böse von mir. Schnell übernehmen für 10 Millionen einfach. Ich kann sich am Ende natürlich jeden Laden wieder aufbauen, das ist jetzt natürlich klar. Ich bin zweiter Platz. 15 Millionen, bitte. Du würdest niemals in einem echten Spiel das übernehmen. Aber scheiß drauf, guck mal, wir sind erster Platz jetzt. Wir müssen die noch platt machen, komm. Schnellrestaurant, 7 Millionen. Ich müsste mich mit dem Spiel wirklich mehr auseinandersetzen. Dann würde das viel mehr Sinn ergeben, alles, was ich hier gerade mache. Und wahrscheinlich auch einen sehr sinnvollen Hintergrund. Mich würde interessieren, was das jetzt am Ende zum Beispiel mit den Preisen macht. An allem drum und dran. Also ich denke, du kannst hier schon relativ böse vorgehen. Ach, schau mal, was der für einen Drop macht. Der macht kein wöchentliches Einkommen mehr, nichts mehr. Weil ich dem die ganzen Läden gerade aufklau. 7 Millionen, weg damit. Ich hab noch Billionen an Kohle. Was hat denn noch so schönes? Das Share, das dann nehmen wir auch noch. 7 Millionen. Kriegt man eigentlich irgendwas, wenn man jetzt... So, jetzt bin ich ja rein theoretisch der Höchstbietende hier. Mir scheißegal, was passiert. Wir schlafen bis 9 Uhr nächsten Tag. Was passiert? Das Spiel hängt schon. Fast 400.000. 20 Unternehmen. Ah! Okay, das ist interessant. Ich habe Hunger. Beep, beep. Hey, an act of war. That's what it is when you keep opening up businesses in Midtown. Are you ready to feel the rage? Du hast verloren, Boy. Also allgemein habt ihr verloren. Wo bist denn du? Da unten bist du. Alter, sind die abgesackt. Ich habe währenddessen hier mal ganz easy. Saturn ist aber trotzdem immer noch der Beste, ne? Was ist, wenn ich einfach alle Läden schließe? Ach, guck dir das an. Echettchen, so nennt sich doch. Also mit dem kann ich gar nicht telefonieren. Ich kann mit denen nicht reden, das ist voll schade. Das fände ich voll spannend. Sozusagen die Firmen einfach zu übernehmen, aber Mai. Wenn sie nicht wollen, ne? Aber nur so. You should be, because it is on, like a donkey in the Kong, okay? Good, good. Also. I thought I told you very clearly. Don't get too ambitious in Maryhilla. Compris? I thought we could stay good friends, but not if you're planning on taking over my neighborhood. Hm? Until you shut down one of your businesses, expect to feel my anger. Okay. Jetzt müsste eigentlich die dritte noch kommen, oder? Im Bunde. Nicht? Okay. Wir schlafen noch eine Nacht. Einfach so als schönen Abschluss. Schauen, was passiert. Weil jetzt sind sie... Oh. Alle nicht happy. Was ist das denn?
hello, my friend. Just a quick heads up, okay? We have a big discount in all of my stores, and we sell everything you sell, but like with the baby birds, cheap, cheap. Okay. What the fuck ist da jetzt passiert? Ich habe eine Menge Geld verloren. Ach, die sind auf Kampf jetzt aus. Besteht auf permanente Rivalität zwischen Terry und Lawrence und Bud. Preisnachlass für 4 Tage. Holy shit, mich hat's direkt auf den letzten Platz gehauen. Weil ich... Was war, hä? Hey? Das habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden. Warum habe ich jetzt 14 Ding minus... Ja, ist ja wurscht. Cheaper. Meldet sich gleich der andere noch, oder? Hello, my friend. This is Huang talking. He's the guy who's selling all the product. What the fuck? Ah, my colleague. I have some exciting plans for today. I'm planning to message all of your most skilled employees. Okay, ich verstehe schon. Die haben mir die ganzen Mitarbeiter. Hey Chef, ich habe das Stellengebot von Huang bekommen. Ich denke erst mal so nach. Nö, ist ja wurscht, ich habe rein theoretisch Billionen. Naja. Aber es wird jetzt trotzdem wahrscheinlich einfach ins Minus gehen. Wahnsinn. Ja, die kaufen meine ganzen Mitarbeiter jetzt auf. Macht trotzdem wieder Plus. Alter, gehen die ab. Das würde mich interessieren. Rivalen? Ich müsste trotzdem wieder relativ weit oben sein. Immer noch? Das durchschnittliche Wocheneinkommen. Okay, das Wocheneinkommen war brutal niedrig jetzt natürlich. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr euch habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Serie wieder. Also, bis dann. Ciao.